Es sind drei Belastungsfaktoren, die heute auf den DAX schwer lasten werden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Und um diese Belastungsfaktoren mal aufzuzählen, starten wir mit dem Xin Einkaufsmanager-Index Dienstleistung, der statt auf über 52 zu steigen auf 50,2 fällt. Extreme Schwäche, das hat viele auf den falschen Fuß erwischt. Dann die Tatsache, dass der Yuan massiv abwertet, heute wieder die größte Abwertung seit dem großen Schritt der Notenbank im August letzten Jahres. Und schließlich, Nordkorea testet eine Wasserstoffbombe, das schürt die geopolitischen Risiken, die geopolitischen Spannungen, und das sorgt dafür, dass die Futures nach unten gehen, dass die Risikoaversion wieder da ist, die ja gestern so ein bisschen weggeblasen schien, gestern im späten Handelsverlauf die US-Märkte nochmal nach oben gedreht, aber Pustekuchen, daraus wird wohl zum Handelsstart nichts werden. Das zeigt schon um und bei ein Blick auf die Vorgaben hier in Asien. Wir sehen den Nikkei minus 1,36% im Negativterrain. Shanghai kann sich so ein bisschen absondern, 0,40%, nachdem einige Unternehmen gesagt haben, nee, wir werden also nicht eigene Aktien verkaufen. Großinvestoren gesagt haben, 30 Stück an der Zahl in einer Pressemitteilung in Shanghai, dass man eben nicht diese Haltefrist sofort ausnutzen wird, die am Freitag ja ausläuft, um dann Aktien auf den Markt zu werfen. Wir sehen den Hang Seng dagegen, 3/4% im Minus in Australien, gut 1% im Minus. Dass die Vorgaben, wir haben schon den Caixin Einkaufsmanager Index Dienstleistung aus China gesehen, und das wird das Thema heute. Einkaufsmanager Indizes aus dem Dienstleistungssektor, 9:55 aus Deutschland, 10 Uhr aus der Eurozone. Und dann schließlich um 16 Uhr der ISM-Index-Dienstleistung, das große Datum wohl heute, was ja die Konjunktur betrifft. Wir haben dann noch, und das ist wichtig, der ADP-Arbeitsmarktbericht, die Vorausschau auf die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir haben die Industrieaufträge um 16 Uhr, wir haben die Handelsbilanz noch dazwischen, 14:30 Uhr. Und wir haben vor allem das FOMC-Protokoll der letzten Dezember-Sitzung, als die Fed ja bekanntlich die Zinsen angehoben hatte. Hier hofft man auf weitere Auskünfte, wie der Stand der Diskussion bei den FED-Mitgliedern ist. Gestern hat das FED-Mitglied Williams interessanterweise gesagt, naja, also China ist für uns nicht so wichtig, für die US-Wirtschaft nicht so wichtig. Die Märkte gehen offenkundig davon aus, dass China nicht so unwichtig ist. Deswegen reagieren eben diese Märkte nämlich so negativ auf das, was in China passiert. Und was da passiert, das sehen Sie heute wieder mal bei finanzmarktwelt.de. Jetzt gehen wir rein in die Charts, gucken, was wird wohl zum Handelsbeginn hier los sein, startend mit dem DAX. Wir sehen, hier hatten wir gestern noch diese Erholung, deutlich über die 10.300er Marke im späten Handel auf XAX-Basis. Aber wir werden wohl im Bereich aktuelle Indikation 10.240 reinkommen, also schon deutlich tiefer hier in den Handel starten, und damit drohen wir eben erneut hier dieses Tief, das wir gestern unterhalb der 10.200er Marke gesehen haben, zu testen, drohen möglicherweise auf das Dezember-Tief bei 10.120 Punkten hier zurückzufallen. Mitte Dezember etwa wurde dieses Niveau erreicht, und möglicherweise geht es dann sogar, wenn wir diese Marke reißen, auch in Richtung 9.800 Punkte Marke etwa. Also da ist eine Menge problematische Giftküche am Start, was die Charttechnik betrifft, wenn wir jetzt hier nach dieser Erholung wieder nach unten sausen. Und dass das passiert, das legen die US-Futures nahe. Wir sehen hier diesen starken Fall, nachdem es gestern ja noch natürlich auch bei den Amis nach oben ging, hier dieser starke Move nach unten bei den US-Futures, hier der Dow Jones auf Future-Basis. Jetzt sehen wir derzeit eine Erholung. Die Frage ist, wie weit wird das gehen? Der DAX nochmal im großen Zeitfenster. Hier sehen wir diese 10.120, 9.880 wäre eine mögliche Anlaufzone, aber soweit ist es noch nicht. Schauen wir uns mal den Euro an, der ist bei 1.0744, hier waren wir auch schon deutlich höher aufgrund dieser Verunsicherung in Asien, und die liegt hier vorwiegend beim Dollar-Yuan, der wieder stark abwertet, der Yuan. Wir sehen also hier die nächste Kursrakete nach oben, die Notenbank hat den Referenzkurs stark nach unten gesetzt für den Yuan. Und gleichzeitig steigt die Differenz eben zwischen dem Offshore-Yuan, der in Hongkong gehandelt wird, und dem Onshore-Yuan, der in Shanghai gehandelt wird und von der Regierung kontrolliert wird, immer stärker an. Also der Markt geht davon aus, dass der Yuan weiter abwerten wird. All das schadet dem Dollar-Yen, zeigt
hier die erneute Tendenz in den Flughafen Yen hier reinzugehen. Dollar-Yen bei 118,74 waren wir auch schon tiefer, aber mal abwarten. Wir sehen hier das Gold bei 1079 und wenig bewegt WTI-Öl aus den USA bei 36,02. Gestern ging es nochmal kurz nach oben, nachdem die API-Bestände deutlich stärker zurückgegangen sind als erwartet, aber jetzt diese geopolitische Unsicherheit sorgt wieder für Rückgänge, 36,02. Also, diese drei Belastungsfaktoren, die werden den Markt heute bestimmen und wir gehen davon aus, dass das das grundsätzliche Thema heute sein wird. Ihnen einen guten Start in den Mittwoch. Bis dann, ciao.